Hirsch mit Pfeffer Reloaded. Viele Leute haben uns vermisst. Noch viel mehr Leute haben uns nicht vermisst. Aber das ist uns völlig egal. Wir machen einen ganz grossen Jahresrückblick, die Festtagssendung. Zwar nicht im wunderbaren Kaufleuten, wie bei der Jubiläumssendung, aber doch immerhin in der Villa Wick. Da freue ich mich sehr, dass wir wieder mal da vor einem heissen, sehr, sehr heissen Schneidöpfen sitzen. Die hey, Pause war wirklich etwa so kurz, kann man sagen. Mhm. Alle Leute haben alle Wiederholungen etwa 400 Mal gesehen. Und darum sind sie sicher jetzt glücklich. Gibt es eine neue Sendung mit einem Wetter hier später? Ja, das ist ein bisschen du willst nicht über das Wetter reden? Das ist ein schwieriges Thema. Peter, wir können nicht über das Wetter reden. Ich habe mich entschlossen, ich mache jetzt mal einen sogenannten Wetter-Lockdown. Ein Wetter-Lockdown. 12 Monate tue ich jetzt mal nicht über das Wetter schwätzen. Was? Ja. Du, der Wetterman, der wetteraffine Typ, redest jetzt 12 Monate nicht über das Wetter. Ich habe einen Wetter gemacht. Das Wetter kann nicht stattfinden. Ich habe Wetter gemacht mit Anwälten, dass ich das schaffe. Okay, gut. Und wenn ich es nicht schaffe, dann zahle ich die Kopfstütze ganz böse Strafe. Also kein Wetterhirsch heute. Kein Wetterhirsch. Aber eine Festtagssendung, wo wir natürlich gegen Ende Jahr auch ein bisschen zurückschauen auf das wahnsinnige, crazy 2020. Das ist unglaublich. Und ich denke jetzt mal, die Weihnachtssendung, die gibt uns wieder Kraft, die gibt uns Musse, die gibt uns auch die seelische Tiefe, um in das 2021 über smoothen, sagen wir es mal so. In diesem Jahr hat es, glaube ich, ein grosses Thema gegeben. Ein einziges grosses Thema. Harry Weinstein. Ich habe gemeint, das Wetter. Nein, es hat sogar irgendwie einen Sturm gegeben. Aber ich komme nicht drauf. Was war das grosse Thema in diesem Jahr? Ich komme nicht drauf. Also, wir haben nicht mehr Fitnesscenter können, was mich persönlich wahnsinnig getroffen hat. Also der Fitnesscenter hat mich wahnsinnig getroffen. Also muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, in meinen Beiz ist kein Problem, nicht in Beiz ist kein Problem. Aber Fitnesscenter, dass die zugegangen sind, das ist also... Also das ist für mich, ich werde darum immer aggressiv, wenn ich keinen Sport machen kann. Golfplätze sind zugegangen, Tennisplätze sind zu. Lösen wir. Wir reden über Corona. Hey, völlig überraschend. Total überraschend. Es hat das Jahr dominiert. Darf ich eine ganz kleine Story erzählen wegen Corona? Sehr gerne. Ich bin ja im Tennisclub, im weltberühmten Tennisclub Brütten. Und wegen dem Kind bin ich im Tennisclub Eglisau auch noch. Und es ist so, dass nach der neuesten Verordnung darfst du nicht draußen Tennis spielen. Warum? Wegen der Aerosol? Nein. Wegen der Ball? Nein. Das ist übrigens die Lua, die jetzt wieder runterkommt. Ja, das ist ja, wir sind ja immer noch... Ein lieber Gruß an das Tierheim Pfötli von der Susi Utzinger an dieser Stelle mal. Kommen mal die Viecher abholen. Kommen mal die Viecher abholen. Also kommen wir zurück zum Tennis? Ja, Entschuldigung, ja. Also du musst uns aufklären. Nein, ich kann mir fast nicht vorstellen. Das Handshake, nachdem du verloren hast in der 6-0, 6-0, 6-0. Das ist immer bei mir so. Weißt du warum? Nein. Weil es rundum einen Zaun hat. Oh, und jetzt ist es keine sehr einleuchtend. Sehr also, unglaublich. Machen wir schnell mit dem Corona-Thema. Aber es ist das dominierende Thema. Wir können es nicht verschwiegen. Nein. Wir müssen schnell darüber reden. Weißt du, stopp. Alles halt. Das geht gar nicht. Wir haben noch nicht angeschlossen. Oh, wir haben noch nicht angeschlossen. Das stimmt. Was es Gott sei Dank auch im Corona-Jahr gegeben hat, ist Wein, roter, weißer Schaumwein. Hat alles gegeben. Dessertwein hat es gegeben. Wunderbar. Das hat mir gefällt. Ohne das ging es nicht. Wir können ja sagen, du bist Corona erkrankt gewesen. Du bist Corona positiv getestet worden. Genau. Und das ist ja an und für sich kein Problem. Fieberschub, Atemproblem, alles kein Problem. Aber du hast den Geschmackssinn verloren und hast den Wein nicht mehr geschmeckt. Das war wirklich eine Grenzerfahrung, ein einschneidendes Erlebnis. Aber ich glaube, das haben andere auch. Und ich muss ehrlich sagen, es ist wirklich, also das ist, du lachst jetzt und der Wein ist ein Aspekt. Aber wenn du nicht schmeckst, dann ist es einfach wirklich, das Leben ist fast nicht mehr lebenswert. Wir sind ja beides Genussmenschen. Ja, absolut. Du musst dir vorstellen, du schmeckst nicht mehr, was du isst. Vor allem, du trinkst auch nicht mehr. Und das ist irgendwie 4 oder 5 Wochen gegangen, bis es einigermaßen fast so. Aber Peter, jede Krise ist eine Chance.
Und das war jetzt die Möglichkeit gewesen, der Fussel im Weinkeller, der bei dir zugegebenermassen nicht wahnsinnig üppig gestreut ist, den mal runterfahren. Nein, darum hast du mich eingeladen. Aber der Alkohol Zeit, ja. im Wein, den spürt man im Kopf, oder? Das ist nicht irgendwie so, dass man jetzt plötzlich definitiv. Einfach aber du und jetzt merkst du den feinen Wein wieder, jetzt, den ich mitgebracht habe. Rucco Rubi, hast du den mitgebracht? Nein, den hast du, ja? Hast du gesponsert. Ja, sehr gut. Also, der Peter, nein, wirklich positiv. Wie war das, die ganze Familie in Quarantäne, hier in Isolation? Wie war das? Ja, also das ist natürlich brutal, wenn du durch, die ganze Zeit im Zimmer musst sein. Also du darfst ja niemand sehen. Du kannst mit deinen Kindern nur durch die Türen reden, oder? Das Essen wird vorne hergestellt. Sehr voilà wird durch die Schlüsselloch die Türen gepresst. Nein, vorne, ja, also quasi, aber vorne hergestellt. Und dann kommst du irgendwann, und dann kannst du nicht mal motzen, wenn es schlecht ist, oder? Du kannst nicht mal sagen, es ist nicht gut, oder? Du musst essen, was da ist. Und dann bist du im Zimmer, es ist nur schattig. Also du wirst depressiv. Furchtbar. Nein, ist furchtbar. Aber du bist ja auch in Corona... Ich war auch ein bisschen tangiert von Corona. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber ich war auch zehn Tage daheim gewesen, kann man sagen. Ich habe probiert, ich bin ja Radiomoderator, und ich habe probiert, zwei Morgenshows von daheim aus zu machen. Nach zwei Morgenshows, vorproduziert selbstverständlich. Du probierst so authentisch wie möglich, musst alles denken, musst immer mit Teppichen eingedeckt, musst die Moderationen, die du getextet hast, vorher in stundenlanger Arbeit, musst aufnehmen, dann musst du in Computer einspeisen, dann musst du schneiden, dann musst du zusammenfügen mit Signet, mit Soundlayout, musst du im System platzieren, musst die Songs schön vermischen mit der Moderation. Ich bin nach zwei Tagen Morgenshow machen. So dermassen nahe an einem Burnout gewesen, habe ich das Geschäft angeschaut und habe gesagt, hey, tut mir bitte irgendeinen Ersatz organisieren. Ich schaffe es nicht. Ich bin morgen um 5 Uhr aufgestanden, weil ich Wetterdaten wollte aktuell moderieren, Verkehrsmeldungen aktuell machen und so. Und bin am Abend um 8 Uhr immer noch an der Produktion gesessen. Wirklich und durchgehend. Es ist also wirklich, ich war beschäftigt gewesen, das war der Vorteil gewesen, aber es geht nicht über Live-Radio. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ganz eine kleine Sekunde Mitleid. Mit ja, merci vielmals, wirklich. Gut, das wär's. Aber meine Frage an dich übrigens. Ja, hey, jederzeit gerne, ja, Peter. Gern. Ich bin so was transparent. Was ist denn für dich jetzt das Einschneidendste gewesen? Jetzt haben wir das Corona-Jahr gehabt. Ja. Und dann nachher kommen wir noch kurz zwei, drei andere Themen. Herr Weinstein natürlich ist ganz wichtig. Können wir auch noch miteinander diskutieren. Aber was ist für dich in diesem Jahr das Einschneidendste? Also einfach das Erlebnis, ja gut, das grosse Erlebnis. Wir sind Klamauk-Sendung, wir wollen jetzt auch nicht die grossen, tragischen Geschichten. Du hast einen Klamauk. Wir sind Schabernack-Sendung und so. Und all denen, wo das wirklich Leute genommen hat im näheren Umfeld und so, ist natürlich einfach tragisch. Es ist ein gefährlicher Virus, da kann man keine Witze darüber machen. Das ist einfach so. Und wer das nicht einsieht, dass der Virus gefährlich ist, dass der jeder kann treffen kann. Und ich weiss auch nicht, logisch, die ältere Zielgruppe ist dort ein bisschen stärker betroffen als die jüngeren. Aber es kann jeder treffen. Es kann auch ein Junge plötzlich auf die Intensivstation kommen, die Spitäler sind am Anschlag. Also, der Virus ist nicht spassen. Nein. Aber wenn wir jetzt als Klamauk-Sendung gleich so die heiteren Geschichten vornehmen wollen, ist zum Beispiel überall die Spuckschütze, oder? In den Restaurants, dass du quasi wie du isst den Fisch und bist selber wie im Aquarium im Gegenüber, oder? Also das ist ein bisschen schön. Oder dass mir irgendwie, ich bin sowieso nie grosser Fan von die Umarmung und Küsserei und so. Das ist ja der positive Aspekt, dass man nicht mehr jeden muss die Hand schütteln, dass man nicht mehr jeden muss umarmen. Also die umarmen natürlich sehr gerne. Das fehlt mir natürlich total. Das ist jetzt aber komisch, komme ich aber jetzt heutzutage in Zürich in der Switzerland's Entertainment Capital, da wird ja Bussi hier, Bussi da, Umarmung, Knutscherei und so, dass das wegfällt, ist mal in erster Linie, finde ich, entspannend. Und jetzt darf man nicht mehr auf Verbier gehen, oder? Wir sind ja dort in der... Ja, die Engländer schon. Die sind ja dort jetzt. Die machen rückwirkend in Quarantäne. Genau, die machen jetzt... Die wollen sie zurückfliegen. Was findest du jetzt zu dem... Du hast ja einen Mentor, der Roger. Er ist ja Spezialist in Sachen Coronavirus. Was hast du mitgenommen jetzt zu dem England-Virus? Hat er schon etwas gesagt? Natürlich haben wir das diskutiert in unserem Talkradio, das wir da regelmässig machen, auf Radio 1. Also ich meine,
Lustige ist ja eigentlich die Geschichte, die 20 Minuten herausgefunden hat. Die hat geheißen, die müssen jetzt rückwirkend 10 Tage in Quarantäne. Er hat 20 Minuten in die Hotelrezeption angerufen und die hat gesagt, ja, nein, die sind nicht da, die sind jetzt auf der Piste. Also Engländer sind ja schon in Mallorca schwer zu tragen. Aber in 10-tägiger Quarantäne eingesperrt in Hotelzimmer, wenn die rauskommen, das sind wahrscheinlich Tiere. Aber ist natürlich, der mutierte Virus macht natürlich ein bisschen so. Das neues Problem. Aber ich habe mich noch gefragt, ja, wette der Peter Wick findet nichts im Jahr 2020, das nicht mit dem Coronavirus zu tun hat. Man hat gesagt, wir machen einen Jahresrückblick. Was hat dich geprägt, was hat mich geprägt? Wenn man die Jahresrückblicke liest, ja, es ist nur Corona. Das ist Wahnsinn. Ich habe so einen Bündel habe ich mal gelesen und dann habe ich eine Sendung geschaut. Was hat es sonst noch gegeben in diesem Jahr? Es hat wirklich Corona, 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 Corona. Es war interessant, dass das ganze Verhalten hat, eben mit Wählen, Zeugen, Sachen. Aber weißt du, was das lassen wir jetzt mal sein? Was ich, ja, ich meine, es hat noch ein zweites Thema gegeben und das beschäftigt uns schon seit Jahren und seit 4 Jahren, jetzt dann bald nicht mehr. Das war Trump, logischerweise. Und ich meine, Trump ist natürlich einfach ein Entertainer pur, wenn es nicht so tragisch wäre, wäre es ja schon lustig. Es ist unglaublich, wie sich der jetzt verhalten hat, nachdem er eigentlich die Wahl verloren hat. Jetzt ruft er sogar noch zu Massendemonstrationen auf. Also ich finde das, nein, logisch, das hat mich auch noch geprägt, die Wahl, ganz klar. Aber für etwas beneide ich Donald Trump. Er hat sich im Oktober ab dem Coronavirus angesteckt. Er ist positiv Coronavirus-Test. Und ist dann ins Spital gekommen und hat dort, wir haben auch mit dem Leitenden Arzt vom Universitätsspital Zürich telefoniert, er weiss auch nicht genau, was das für ein Cocktail war, aber er hat dort irgendeinen Cocktail bekommen, den ich ein bisschen beneide, muss ich ganz ehrlich sagen. Der ist ja völlig energetisch aus dem Spital rausgekommen. Logisch, als mächtigster Mann der Welt kommst du wahrscheinlich ein anderes Medikament als wir da bekommen und so. Die hat ihm richtig etwas reingelassen. Und da dafür bin ich neidig. Der Cocktail hat die auch. Also nein, das ist ja unglaublich. Die Story mit dem Trump und dem Biden, wenn Biden ist ja der Dauerverlierer gewesen, oder? Und jetzt verliert dann Trump gegen das ewige Nummer 2. Ich meine, die Niederlage ist natürlich schon sehr. Aber nach 4 Jahren Donald Trump. Mir ist es fast ein bisschen gegangen wie mit dem Coronavirus. Ich habe es fast nicht mehr hören. Trump hier, Trump da. Der hat ja vor dem Corona, also man muss dem Coronavirus ein bisschen dankbar sein, dass das Thema Trump abgelöst hat. Der Trump war ja 4 Jahre omnipräsent. Also man hat richtig eine Overdose. Trump Overkill, genau. Total. Was war denn für dich noch so eine Entscheidung in diesem Jahr? Abgesehen, eben Corona lassen wir sein, wir lassen mal Trump sein. Und jetzt wird es eben schon schwierig. Jetzt wird es nämlich schon schwierig. Aber mir ist noch etwas in den Sinn gekommen. Walter Beller ist gestorben. Das alles für sich ist tragisch. Walter Beller war eine farbige Figur, Bauunternehmer, Immobilienbesitzer. Und der hat gut getan, schönen Farbtupfer. Aber was näher ist abgegangen, nach dem Tod von Walter Beller, mit Irina Beller und der ganzen Erbengemeinschaft, die sich dann auf Medien wirksam streiten, sie, die plötzlich nicht mehr wollte, halbnackt auf den Social Media Portal sich zelebrieren, ja. Und jetzt das auch schon langsam wieder über den Haufen geworfen hat, langsam wieder ein bisschen öffentlich wird und so. Also, das hat der Walter Beller nicht verdient, muss ich sagen. Es war freiwillig zur Lebzeit, dass er Irina Beller reingezogen hat, aber das wünscht man eigentlich niemandem. Wenn man wählen könnte, Irina Beller oder Coronavirus, wir würden zum Coronavirus tendieren. Wir würden mindestens darüber studieren, was schon viel heisst. Ja, genau, das heisst ja, schon. Es gibt natürlich auch noch, es sind die Klamauk-Sendungen, aber natürlich hat es auch ernste Themen gegeben, das Jahr noch. Neben der Irina Beller hat es auch Black Lives Matter gegeben. Ein ganz schwieriges Thema, logischerweise, in Amerika, wo ja eine riesige Welle ausgelöst hat. Nicht nur in Amerika, sondern eine Demonstration dann in Zürich, wo dann die Leute auf die Straße gegangen sind und eben auch wieder die Masken nicht angewandt haben. Ein riesiges Theater. Da, übrigens Frauen-Demo auch, notabene, auch ohne Maskenzeug und Sachen. Also das ist natürlich eben Black Lives Matter. Wie hat dich das berührt? Ja, ich habe es natürlich mitbekommen, berichterstattungsmässig und so. Das ist natürlich irgendwie das ist ähnlich, also natürlich ein bisschen tragischer und noch ein bisschen grösser, aber die ganze Gender-Debatte, die mitschwingt in dem Ganzen. Also man merkt grundsätzlich in der Black Lives Matter-Debatte, in der Gender-Debatte, die Gesellschaft
verändert sich. Und das ist immer, finde ich, so ein Prozess, der nicht nur angenehm ist, selbstverständlich. Ein schmerzhafter Prozess. Das ist ein Prozess, der Unruhe gibt in der Gesellschaft. Also das merkt man deutlich. Der Coronavirus ist natürlich noch ein Brandbeschleuniger jetzt. Aber so die Veränderung von der Gesellschaft, ich glaube, in zwei, drei Generationen werden wir eine andere Gesellschaft haben, als wir hatten, wo wir sie auf die Welt kamen und jung waren. Und so. Da verändert sich vieles. Ja, viele zum Guten. Aber natürlich, eben, es ist kein einfacher Prozess. Kein einfacher Prozess. Und dann können wir ja gerade noch zu einem anderen Prozess kommen, MeToo. Ist ja im Prinzip letztes Jahr hat's Harry angefangen. Weinstein. Harry Weinstein, er ist dann verurteilt worden. Oder? Zu 23 Jahren, glaube ich, so viel ich weiss. 23 Jahre, wenn man irgendwie so alt ist, ist das ein ziemlich Todesurteil. Also da kommt man nicht mehr raus. Lebendig, also mit dem Sarg, ja. Also das ist natürlich auch, also wir haben irgendwie zwei Themen gehabt. Hast du frisch verliebt, habe ich irgendwo in der Boulevardzeitung beim Arzt oder beim Coiffeur gelesen. Ja. Er hat sich immer wieder verliebt. Aber jetzt hat sich jemand ihn verliebt, wo im Gefängnis, glaube ich, irgendein Schauspieler, habe ich irgendwo gelesen. Aber, das, jetzt also, das sind jetzt, ja, das sind, nein, das sind jetzt exklusiv. Neue exklusive News, weil die haben noch nie da beim Arzt. Und zwar kann man die nur bei Hirsch mit Pfeffer erfahren. Hirsch mit Pfeffer. Absolut. Ja. Nein, also, Harry Weinstein natürlich. Dort ist einfach meine Haltung. Jeder Mann, der eine Frau zu etwas zwingt, was sie nicht will, ist ein Sauhund. Ach, jetzt bist du aber Punkt. Anders kann man es nicht sagen. Und dann gibt es so ein Zwischenzeug. Da habe ich mich manchmal auch gefragt, ja, ist denn heute überhaupt noch ein gescheiterter Flirt möglich? Mhm. Also, sagen wir mal, Mann A interessiert sich für Frau B. Oh, Entschuldigung, Genderdebatte. Frau A wird von Mann B begehrt. Mhm. Und der tut mit wortverbal wirbt um die Frau, wenn jetzt die Bemühungen nicht fruchten, ist er dann MeToo. Das ist eben eine Frage. Wo ist die also gibt eben das ist, den, ja. Und das macht, ich finde, das macht es ein bisschen schwierig. Das ist eben, wie du sagst, die Entwicklung. Ich meine, es muss ja irgendwie Flirten. Jetzt würde man natürlich sagen, Zuschauerinnen und Zuschauer, die sagen ja natürlich ganz klar, nein, dann natürlich nicht, das ist logisch, dann bist du nicht. Aber die Diskussion genau geht manchmal auch so ein bisschen in die Richtung. Und ich meine, wenn man ja nur schon im Prinzip jemanden quasi anmachen, ist es ja eigentlich schon fast eine Geschichte, die man könnte in MeToo reinziehen. Es ist eben brutal. Achtung, Katz kommt. Ganz um Peter, ganz um Peter, ganz um Peter. Egal, du musst nur blasen. Also, Meinung. Ja, genau. Zum jetzt noch Heikelstere. Nein, aber fest, eben, vielleicht genau Peter. Das ist es. Aber genau das, wir wissen gar nicht, was wir jetzt sagen, ohne dass man irgendwie gerade ganz komisch da. Wir sind alte Herren. Wir sind alte weiße Männer. Wir sind alte weiße Männer. Ich bin weiss, wir kommen aus einer anderen Generation. Ja. Und wir sind wahrscheinlich Auslaufmodell. So hart es klingt, Peter, ich weiss, ich will dich nicht deprimieren, aber wir sind Auslaufmodell. Und wahrscheinlich hat das keinen Platz mehr. Gibt's noch, ich habe mir noch mal die Zeit gemacht, ich habe mich vorbereitet, ich bin der in dieser Sendung nach wie vor, der sich vorbereitet. Ich habe mich auch vorbereitet. Es habe ich noch etwas. Es hat einen Abstieg. Oh, was? Das ist auch sehr schön. Genau. Pierin Vincenz. Von mir zu Pierin Vincenz. Das ist unser Level. Die Spesenabrechnung. Unglaublich. Der Pierin Vincenz ist ja der Ritter von der Schweizer Bankengesellschaft. Er war ja wirklich shining person. Er hat Charisma gehabt, er hat Ausstrahlung gehabt. Ja, das ist das Problem. Charisma ist das Problem, lieber Peter. Er hat gelebt. Jetzt hat er ein bisschen fest gelebt, weil er hat in ein Spesenkonto 500'000 Stütz gelebt. Hey, da hat es Etablissement drauf gehabt, den ich noch nicht mal kennt habe. Also er hat einfach mit Rot zu tun gehabt. Rot, Rouge, Reds. Also es war alles so ein bisschen so gewesen. Und die Etablissement, dort ist der Champagner auch geflossen. Und alles auf Geschäftskosten. Unglaublich. Und dann hat man das Konto, das CEO, die Kontonummer, die Bank hat ja für alles irgendeine Kontonummer, hat man das quasi, den Posten ausgelagert an einen Anwalt, dass nicht jeder sieht, was über das Konto abgerechnet wird. Weil der Anwalt hat Schweigepflicht, logisch. Absolut. Genau. Und wahrscheinlich ist der Bank oder dem Pierin Vincent so zugetan und kann damit umgehen. Hat er schon ein bisschen Geld bekommen? Aber ich meine, was ist der Punkt? Warum macht das jemand? Du weisst ja, wenn ich jetzt ins Red Lips gehe und dort Champagner für wahnsinnig viel Geld, ist eine Langstrasse Etablissement, Langstrasse Zürich. Nicht ein Bordell, aber so kontaktbar, vielleicht ein bisschen rotlich Milieu auf jeden Fall. Und dann sind wir auf Spesen.
dann weiss ich zwar, okay, das Konto ist beim Anwalt, aber ich muss ja damit rechnen, dass es mal rauskommt. Oder? Und das zeigt doch auch, dass der Pierin Vinzenz auf eine Ebene aufgehoben wurde ist von der Gesellschaft, von der Bank, von den Medien, die ihm nicht gut getan hat. Er hat das Gefühl gehabt, ich bin unsterblich. Er ist unberührbar. Und das ist natürlich genau. Der Narzissmus, der uns Medienschaffenden, uns Rampensäu, allen zusammen droht. Und es soll es manchmal sein, wir wollen nicht den Stab brechen über den Pierin Vinzenz, aber es soll es manchmal sein, jeder ist irgendwo durch ersetzbar und nicht unsterblich. Das war ein richtig schönes Schlusswort. Wir sind unsterblich. Verliebt. Als Hirsch mit Pfeffer. Hirsch mit verliebt. Pfeffer. Und ich hoffe, es gibt eine weitere Sendung. Wir sind dran am Sponsoren suchen. Wenn wir Sponsor sein von dieser unglaublichen Sendung. Es läuft auf verschiedenen Kanälen in Zukunft. Mehr will ich gar nicht darauf, dafür verraten. Es gibt wirklich News, die Sachen Hirsch mit Pfeffer. Und ich bin sicher, morgen nicht das letzte Mal wir zwei da. Reden über Pierin Vinzenz oder was auch immer für Löhne, die da umeinander laufen. Also nicht, dass er ein Lohn war, aber Menschen. Und machen ein bisschen Stammtischgeplauder. Auf welchem Niveau? Auf welchem Niveau, da bestehe ich drauf. Danke vielmals, Peter. Und wenn der Wein weiterhin so gut bleibt, bin ich always dabei, da hier beim Hirsch mit Pfeffer. Danke. Schön war, wieder mal hier zurück zu sein. Euch ganz schöne Festtage, ein gutes Neues, ein besseres 2021 und immer einen guten Tropfen wie im Glas. Das schöne kann uns niemand nehmen. Macht's gut.